So, ich würde sagen, wir fangen jetzt an. Wir sind in Welcome to the Game, meine Damen und Herren. Wir haben den schwierigen Schwierigkeitsgrad, ja. Wir sind auf Profi unterwegs. Lead nennt sich das Ganze. Auf Normal haben wir das Game in der Vergangenheit schon durchgespielt, ohne Probleme. Hallöchen, TWNL 14 Monate. Danke für die schönen Ablenkungen am Abend, TWNL, TWNM, HM, TWNL. Ich hab dir zu danken. Vielen Dank, Leni, und danke, Jojo. Danke, Jojo, für den verschenkten Sub an Fahrerflucht 1997. Wo sind meine Notizen? So. Code auf... Warte mal. DDW... Ah ja, ich habe mir notiert, wie lange wir in den jeweiligen Netzwerken drin bleiben. Die Arbeit, die wir das letzte Mal reingesteckt haben, ist nicht umsonst gewesen. Das freut mich sehr. Diamantia, danke schön für den 33. Monat im T2. Thank you. Hallo Sträflingstern TWN Corp. Vielen Dank, danke schön für den Support. Hallöchen. Okay, ich mach die Alerts jetzt mal aus. Okay, alles unter Dach und Fach. Perfekt, nice. Jetzt denkt er noch, dass nach ihm gefahndet wird. Ich habe mich schon mal vor der Polizei versteckt, als mein TÜV abgelaufen ist. Ich bin seither noch so ein bisschen paranoid und habe so ein bisschen... Chat, ich bin schon zu oft mit dem Gesetz aneinander geraten. Ich möchte mich nicht mehr verstecken müssen. Ja, aber irgendwie, weiß ich nicht, komme ich einfach nicht aus diesem Teufelskreis der Kriminalität raus. Keine Sorge, Schwabbel, ich hole dich aus dem Knast. Ich backe dir einen Kuchen mit einer Feile. Das ist sehr lieb, danke. Du harter Bursche. Ah, schön, ne? Sag Bescheid, ich schmuggel eine Feile in den Knast, du Bad Boy. Okay, ja, mach mir so, ist klar. Hast du Rosti eigentlich noch mittlerweile? Oder hast du mittlerweile ein neues Auto? Nein, kein neues Auto. Ich liebe das Auto. Ich werde das so lange fahren, bis es auseinanderfällt. Bleib ich ja dabei so. Okay, Alerts sind ab jetzt aus, ihr Süßen. Vielen Dank für die ganzen Subs hier reingehaut. Oh mein Gott, vielen Dank für die ganze Unterstützung hier. Kuss geht raus. Aber ich dachte, wir fangen jetzt mal langsam an, gell? Meine Notizen sind draußen. Alerts sind erstmal aus. Ich bin bereit, wenn ihr bereit seid. Ich werde dich im Knast in der Dusche besuchen. Wie willst du denn in meine Dusche da rein? Also als Besucher kommst du, glaube ich, nicht in meine Dusche. Du müsstest dann auch irgendwas Kriminelles machen und dann genauso eingesperrt werden wie ich. Was hast du vor? Steuerhinterziehung? Omas schubsen? Okay. Hier bis 11 nach ungefähr. Ich habe gute Kontakte in den Knast. Gib Bescheid. Okay, danke. Chat, ey, ihr seid ja richtig... Ihr habt ja gute Connections, ey. Okay, ab 6 nach muss ich wieder die Klappe halten. Das erinnert mich daran, dass der Sound auch hochgestellt werden muss. Eieieiei. Okay, damit es mir richtig schön die Ohren wegpfeffert. Dollmaker auf der ersten Seite, da klicken wir lieber nicht drauf. Das wäre keine gute Idee. Wir checken zuerst die Panties ab. Sana, danke für noch einen verschenkten Sub. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Wir werden alle kriminell und werden dann im Knast eine Community. Fantreffen im Knast. Yeah! So. Meine Damen und Herren. Da wären wir also. Hier links sehe ich erstmal keinen Code und auch keinen Link. Ich habe gestern, das letzte Mal, als wir Welcome to the Game gespielt haben, habe ich versucht, Sachen zu markieren. Und über das Markieren ist mir kein Unterschied aufgefallen. Es sah alles identisch aus. Selbst ein Hinweis, den ich gefunden habe im Text, habe ich im Anschluss markiert. Und es hat sich, der sah genauso aus wie der Rest des Textes. Also ich werde weiterhin mit der Maus drüber fahren. Das ist, glaube ich, die sicherste Methode für mich. Es fängt schlüpfrig an. I see what you did there. Ja, 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 ja. Yay, du hast Blut geleckt, ich feiere es. Weil wir das Spiel jetzt öfter rausholen. Ich weiß nicht, ob ich es feiere. Wenn ich jetzt wieder Ehrgeiz entwickle und jetzt wieder ein paar richtig gute Runs scheitern kurz vorm Ziel, bin ich wieder grummelig. Aber vielleicht, es besteht ja trotzdem die Chance, dass wir es schaffen, ne? Könnte ja passieren. Kein Code, kein Quelltext, kein Link. Hey Shishigami,
Ich wollte spontan heute mit euch Welcome to the Game spielen und gegebenenfalls bin ich morgen nicht da. So ein bisschen als Entschädigung zum einen und auf der anderen Seite, um mein Verlangen hier zu befriedigen, es nochmal probieren zu wollen. Spiel das heute mal durch. Ja. Jedes Mal, wenn ich spiele, versuche ich es durchzuspielen, Myler. Was meinst du mit durchspielen? Das versuche ich jedes Mal. Schwab, du kannst mich nicht alleine lassen. Wo lasse ich dich alleine? Ist das der Dollmaker-Modus? Dollmaker-Modus mache ich nicht auf Elite. Elite ist so schon schwer genug zu überleben. Streng dich mir an. Dollmaker-Modus haben wir schon auf normal gemacht. Hoffen wir, dass der Hitman jetzt nicht an der Tür war, während uns die Musik... während uns die Geräusche ins Ohr geballert wurden. Ist das die normale Schwierigkeit? Nee, das ist der Elite-Modus, der Profi-Modus. Oh, vielleicht sollte ich das noch in den Titel schreiben. Vielleicht, wenn ich im Schrank bin. Okay, bisher kein Auftragskiller. Kein Stromausfall, kein Hackerangriff. Interessant. Wie lange versuchst du das schon? Wie lange versuche ich was? Den Profi-Modus? I don't know, man. In der Vergangenheit haben wir da schon ein paar Stunden reingesteckt. Mehrmals vierstündige Runs, kurz vorm Ziel gescheitert. 2 Minuten vorm Ende. Bestimmt 20, 30 Stunden oder so. Mann, erschreck mich doch nicht. Oh. Kräuterheule, ja, für den 10. Monat, hallo. Das ist ja meine Lieblingsdisziplin hier. Da bin ich doch direkt am Start. Das lasse ich mir doch nicht nehmen. Könnte aber sein, dass die Autofahrt mich geschwächt hat, Chat. So lange im Stau zu stecken und dann hat einer mich fast angefahren. So ein älterer Herr hat mich zuerst nicht die Spur wechseln lassen, als ich unfallbedingt dazu gezwungen wurde, eine Linie rüberzuziehen. Und später, als ich ihn überholt habe, ist er mir fast rein, weil er mich nicht gesehen hat und auch überholen wollte, während ich aber schon auf seiner Höhe war. Den habe ich volle Kanne angehobt. Jetzt schon Ausreden tauen. Warte, Ausreden tauen? Wait, what are you talking about? 22. Bis 22 bleiben wir in dem Netzwerk-Chat. Das sind noch 8 Minuten. Würde gerne mal sehen, wie du Auto fährst. Ich bin eigentlich... Oh, da ist er. Sagen wir noch 6 Minuten auf dem Ding. Ich bin eigentlich ein sehr entspannter Autofahrer. Ich will halt nicht, dass jemand in mich reinfährt, weil er einfach rüberzieht, ohne zu blinken. Und ohne zu gucken. Aber solange man das nicht macht, hupe ich nicht.
wolltest den Titel ändern. Kuss. So, sorry. Ich darf nicht reden, während der Typ in meiner Wohnung ist und nach Sachen sucht. Wahrscheinlich fällt als nächstes der Strom aus. Wir können... Oh, wartet. Wartet. Shit. Nein. Wir sollten jetzt eh raus, glaube ich. Und die Sachen abholen. Draußen wartet ein Bewegungssensor und... Was wartet noch draußen? Bewegungssensor und... VPN-Gerät. Richtig, deshalb gehen wir jetzt raus. Ich dachte, dienstags ist streamfrei. Normalerweise schon, ja. Ich bin jetzt spontan, mehr oder weniger spontan online gekommen. Ich wollte noch einen Versuch mit euch starten. Oder zwei oder drei. Und es könnte sein, dass ich morgen nicht online bin. Also gleichzeitig auch so ein bisschen als Entschädigung dafür, dass ich morgen wahrscheinlich, gegebenenfalls, den Stream ausfallen lassen muss. Worum geht's in dem Game? Wir suchen nach Passwörtern im Dark Web. Das heißt, oh, ich darf jetzt nicht pausieren. Ich erzähle gleich weiter. Wir müssen kurz auf Geräusche achten auf der anderen Seite. Schritte, er ist hier. Shit. Wir sind Journalist und ermitteln in Sachen Dark Web. Und eine Kollegin wurde gefangen genommen. Die wird jetzt irgendwo gefangen gehalten und in einem Livestream zur Schau gestellt. In einem Livestream, der über das Dark Web läuft. Und die Zuschauerinnen und Zuschauer auf dieser Webseite dürfen entscheiden, ob sie sterben oder leben soll. Die Quote geht in Richtung, sie soll sterben. Jetzt möchten wir sie retten, müssen dafür 8 Passwörter finden und selbst am Leben bleiben. Das ist die grobe Zusammenfassung. Jetzt muss ich einen Skillcheck gewinnen, also ein Minispiel. Sonst sterben wir. Okay, wow, diesmal hat er etwas schneller abgelassen als beim letzten Mal. Huh, okay. Mevo, danke für den 7. Monat. Kari, danke für den 19. Monat. Kräutereule, danke für den 10. Monat. Vielen Dank euch. Und Sana, danke für die verschenkten Zabaroni nochmal. Vielen, vielen Dank. So. Wo war ich stehen geblieben?
Wäre es nicht besser, keine Bewegungsmelder zu kaufen? Sonst bekommst du das Zeitlimit doch wieder... Sonst macht das Zeitlimit doch wieder Probleme, oder nicht? Die Sache ist die. Natürlich könntest du auf Bewegungsmelder verzichten, aber dann musst du die ganze Zeit deine Ohren spitzen. Die ganze Zeit musst du darauf achten, ob du hörst, ob du den Hitman an deiner Tür rummachen hörst. Und ich mag das nicht, die ganze Zeit aufpassen zu müssen. Ich muss aufpassen, wenn ich Tastenanschläge mache, wenn ich Netzwerke hacke, dann sind die Tastenanschläge so laut im Spiel, dass du die Geräusche vom Hitman überhören kannst. Wenn du dich durch die Wohnung bewegst, sind die Geräusche teilweise zu laut und du überhörst den Hitman. Wenn du eine Webseite mit Sound aufmachst, sind die Melodien so laut, dass du den Hitman nicht mehr hörst. Das ist mir zu viel Risiko. Die Bewegungsmelder sind mir das allemal wert, dass ich meine Ruhe habe. Bitte tiefer rein. Stimmt schon, aber letztens hat es doch zeittechnisch nicht mehr gereicht. Ja, aber der Faktor, den ich dafür verantwortlich mache, dass es letztes Mal nicht gereicht hat, war zum einen, dass wir 4 oder 5 Skillchecks hatten, wo wir nur das minimal mögliche Geld bekommen haben. Vom RNG her war das super schlecht, weil wir sehr häufig mit sehr wenig Geld belohnt wurden nach den gewonnenen Minispielen. Und der viel wichtigere Faktor war, dass ich 140 DOS-Coins verloren habe. Ich habe ein Minispiel verloren gegen einen Hacker und der hat mir 140 DOS-Coins weggenommen. Weil er mir so viel Geld weggenommen hat, habe ich sehr lange gebraucht, um das wieder reinzuholen. Was war das für ein Geräusch? Oder? Bringst du mir Schoki? Von der Luftschokolade ist nichts mehr übrig. Aber ich habe noch Kinderschokolade, davon kann ich ein bisschen was abgeben. Und die Taschenlampe war leer beim letzten Run? True. Da müsste ich auch ein bisschen... Ich meine, hätte ich das Geld nicht verloren, wären wir früher fertig gewesen. Und zwar zu einem Zeitpunkt, wo die Taschenlampe vielleicht noch funktioniert hätte. Aber ich versuche, die noch sparsamer einzusetzen als beim letzten Mal. Warum bist du da zweimal reingegangen? Weil er mir einmal auf dem Rückweg zum Hotel schon aufgelauert hat in der Vergangenheit. Ich bin da einfach... Ich bin da einfach ein bisschen paranoid, weil ich schlechte Erinnerungen mit dem direkten Zurücklaufen verbinde. Batterien kann man sich aber theoretisch auch bestellen, oder? Leider nicht. Du kannst dir keine extra Batterien bestellen. Nope. Mein PC war an. Achso, nee. Erst durch den... Weil ich das Stromdings reaktiviert habe. Habe ich abgeschlossen? Ja, ne? 6 Minuten bis 39. Yes, yep. Black Moni, danke für den Raid. Holy, danke schön für den Raid. Ich hoffe, ihr habt schöne Streams gehabt. Hallöchen. Ich muss leise sein. Der Einbrecher ist da.
Witches und hab dir ein paar Mal Geister exorzieren können. Wie viele Killer, wie viele Mörder gibt es insgesamt? Also, es gibt ja die mit den Masken, davon gibt es mehrere, aber die zähle ich mal als eins. Die mit den Masken, der Hitman, der Breather. Hört man mich wieder? Oder bin ich noch gemutet? Man hört mich wieder, ne? Oder habe ich vergessen, mich zu entmuten? Ich würde sagen, noch 3 Minuten oder so, bis 43. Oh, wobei, wartet. Disconnect? Wir gehen erstmal die Sachen aufhängen. Habt mich gehört. Und ich habe mich gerade erneut gemutet. Hört auf. Mann, das ist nicht lustig, Chat. Also, es gibt 3 Killer, die immer hinter dir her sind. Du könntest dir einen 4. Killer dazu holen, der auch hinter dir her ist. Vorausgesetzt, du betrittst seine Webseite. Solange du seine Webseite vermeidest, die nicht anklickst, lässt er dich in Ruhe. Wenn wir den mitzählen, haben wir 4 Killer. Plus die Polizei, die es ja auch auf dich abgesehen hat, die wollen dich nicht umbringen, aber die würden dich halt auch zu einem Game Over führen, weil sie dich gefangen nehmen und dich davon abhalten, der Frau zu helfen. So. Wie viel Geld gibt das Ding da oben? Das ist ganz okay, können wir da lassen. Ist okay. Ich beschwere mich nicht. Huh. Sag mal, bis 44. Ich habe Angst, dass ich zu lange drin bleibe. Ich will nicht erwischt werden von der Polizei. Ach, Herr Jemini. Alright. Noah, Hitman, Breather und wer ist Nummer 4? Der sogenannte Puppenmacher. Der Optionale. Das ist so ein Typ, der junge Frauen verstümmelt und lebende Sexpuppen aus ihnen macht. Unter Umständen kann der es auch auf dich abgesehen haben, wenn du... wenn du seine Webseite betrittst. Dann zwingt er dich dazu, ihm zu helfen, neue Opfer zu finden für seine Arbeit. Wer atmet mich hier so an? Schluss. So. Sophie, danke für den verschenkten Zabaroni. Wartet. Das hole ich mal hier hoch. Schneller. Okay. So, wir sind jetzt in Free Wi-Fi. 6 Minuten. Bis 51. Sophie, danke für den verschenkten Zabaroni. Halon, danke schön für den 3. Monat. Ronin, danke für den 15. Monat. Vielen Dank. Und danke für die Follows natürlich auch. So, hier sollte eigentlich nichts drauf gewesen sein. Sehe ich jetzt erstmal auch nichts. Meine Augen spielen mir immer wieder einen Streich, ne? Zwischendurch, wenn ich den Mauszeiger jetzt zu schnell bewege, habe ich immer das Gefühl, er hätte sich in der Hand verwandelt und hier wäre irgendwo ein Link gewesen, aber...
Nur eingebildet. Okay. Hast du Cannibal Abduction mittlerweile schon mal gespielt? Wir sind noch nicht dazu gekommen, nee. Wenn das demnächst mal eine Umfrage gewinnt, wird das unser erstes Mal sein. Bisher haben wir es noch nicht angespielt. Quellcode, kein Passwort zu sehen, auch kein Link, der uns irgendwie helfen würde mit Wiki Nummer 2. Wir sind jetzt beim letzten Eintrag auf dieser Webseite. Warehouse Nummer 4. Müssen gleich aus dem Netzwerk raus. Ich brauche einen weiteren. Oh, mein Dings hat was gesehen. Der Hitman kommt. Okay. Hast du schon Passwörter finden können? In dem Run noch nicht. Aber wir haben einmal einen Hacker abgewehrt und wurden dafür reichlich belohnt. Wir haben jetzt schon ein VPN-Gerät und einen Bewegungsmelder. Das ist also soweit ein sehr guter Start. Wir müssen jetzt halt nur nachlegen. Wir brauchen weitere Hackerangriffe und mehr Geld. Was ist der Unterschied zwischen dem Kasten und der Dusche? Es gibt keinen wirklichen Unterschied. Du kannst dich verstecken in der Dusche, wie auch in dem Schrank, womit du dich wohler fühlst. Du sollst dich stumm schalten, nicht unsichtbar. Oh, sorry. Oh Mann. War die Cam weg? Oh nein. Gina, danke für den 6. Monat. Vielen Dank für das halbe Jahr. Kannst du dich das nächste Mal in der Dusche verstecken? Ich mag die Dusche nicht so sehr. Ich habe das Gefühl, man hört ihn da nicht ganz so gut. Und ich muss noch durch eine extra Tür durch. Das heißt, du gruselst dich nicht nur in dem Moment, wo du den Duschvorhang beiseite ziehst, sondern du gruselst dich auch in dem Moment, wo du die Tür aufmachst zum Wohnzimmer. Ich hasse die Dusche. Okay. Ab in die Dusche? Ich will nicht in die Dusche. Ihr könnt euch gerne da verstecken, aber ich bin kein Fan von dem Ding. So, ich hoffe, wir werden jetzt nochmal gehackt. Hier ist jetzt Dudi wahrscheinlich mit dabei. Dudi vertrauen wir nicht. In Dudi bleiben wir nur 3 Minuten drin. Wenn ich jetzt nicht gehackt werde, habe ich ein Problem, weil ich dieses... Oh, warte, nein. Wir haben nicht so ein großes Problem. Ich kann Skybreak kaufen. Nice. Okay. Okay. Moment mal, es ist Dienstag und Schwabbel streamt. Was habe ich verpasst? Hallo Akiuso. So ein bisschen Ersatzprogramm für morgen. Hallo Laurinka, moin. Hat letztes Mal eigentlich das mit dem Markieren geklappt? Also, dass die Passwörter anders aussehen als der restliche Text? Hat bei mir nicht funktioniert. Bei mir sah das Markieren genauso aus. Wir haben in dem Text ein Passwort gefunden. Dadurch, dass ich mit dem Mauszeiger immer drüber gehovert bin. Und dann habe ich extra zum Vergleich nochmal die gleiche Stelle markiert mit dem restlichen Text zusammen. Und die Stelle, wo das Passwort hätte drin, also die Stelle, wo das Passwort drin steckte, sah markiert genauso aus wie alles andere. Also markieren funktioniert bei mir gar nicht. Ich hover lieber über die Wörter drüber. Ist umständlicher, aber... Wie gesagt, das andere Ding hat für mich nicht funktioniert. So, bis 1 nach Chat. Bis 1 nach bleiben wir drin.
Ich versuche parallel ein neues Netzwerk zu cracken, damit wir wieder online gehen können. Zack, zack. Zack, zack. Schnell, schnell. So. The Lugaru? Lugaru. Ich glaube, das ist eine relativ kleine Seite, oder? Da war ein Passwort. Passwort Nummer 4. Hier. Jesus. Ach du meine Güte, was ist denn da los? So, ich muss jetzt leider gleich raus aus dem Internet, weil das ist das eine, was uns immer wieder Probleme bereitet hat. Dudi, wenn ich hier zu lange drin bleibe, bin ich RIP. Ich will hier nicht zu lange drin bleiben. Das Problem ist, ich habe noch kein neues Netzwerk ready. Ja, egal. Dann verpassen wir ein, zwei Skillchecks, ein, zwei Hackerangriffe, aber dafür holt uns die Polizei nicht. Das ist wichtiger. Ich habe noch den Quellcode übernommen von der Milchseite. Hab jetzt auf Anhieb aber nichts Verdächtiges gesehen. Gleich kommen wir wieder ins Internet. So, hier war nichts, ne? Die Hälfte der Passwörter auf Wiki 1 haben wir schon gefunden. Versteckt sich nur noch ein weiteres, plus der Link irgendwo in der Datenbank. Das ist doch schon mal ein ganz guter Start. Das ist doch schon mal nicht schlecht. So. Nach Dudi kommt Filter. Mit dem Passwort Josef. Okay. Filter bleiben wir 11 Minuten, also bis 15 nach. Ich huste mich nebenbei in den Schlaf. Gute Besserung dir, Jinty. Ach, oje. Hey, danke schön. Schlaf gut nachher. Erhol dich schön. So. Mommy? Sorry. Mommy? Sorry. Fuck, bis wann hatte ich gesagt? 14? Ich glaube 14 nach, ne? Bis 15 nach, okay, danke. Okay. Geld. Nom, 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 nom. Oh, das Schlimmste von allen. Ich hasse das.
C6V4H0. Null ohne Punkt zuerst. C6V4. C6V4. H0GT. Z0UW. BNJ8. Wo ist das B? Oh. 1GAF. Sieben ZA. Hör auf, Mann, mach mich nicht nervös jetzt hier. 8, 7. J2KC4Y6T. Wir schaffen das. 87J2K. C4Y6. TDGB. Danke, Fräulein Franzi, für den 7. Monat. Dankeschön. R, V, S. Ich meine, das Minispiel kann man nicht so gut verkacken, aber es ist ja zeitintensiv. 2 R, V, S, F. 2 R, V, S, F. P, X, K, Q. 64C. EGYL. Easy. K3PU. JXQ. Noch eins. Dann sind wir endlich raus aus der Nummer. S9X37EQB1P8K. S9X37. IQB1. P8K. $60. We are rich. Bevor ich aus dem Internet rausgehe, das ist genau die Uhrzeit, wo wir raus wollten, nochmal eine neue Remote-VPN, nochmal ein neuer Motion-Sensor und nochmal ein Backdoor-Hack, dann sind wir raus. Disconnect. Perfekt. Okay. Als nächstes sollte der Hitman kommen. Oder der Stromausfall. Hab's vergessen. Ich glaube, der Hitman. Da ist er. Kabumwumme, danke für den 12. Monat. Vielen Dank für das ganze Jahr, Hallöchen. Moin Moin, hoffe, dir geht's gut. Hallo, unangenehm. Wir sind gerade erst gestartet. Wir haben schon ein Passwort. Wir haben ein VPN-Gerät und einen Bewegungsmelder installiert. Zweites VPN-Gerät und zweiter Bewegungsmelder liegen jetzt gleich unten in der Gasse. Die gehen wir abholen. Dann sind wir mit der Gasse fertig und können oben chillen. Um gehackt zu werden, muss ich online sein, ja. Das heißt, wenn ich das Netzwerk wechseln muss, weil die Polizei mich holt und dann kein neues Netzwerk habe, in das ich reingehen kann, verpasse ich vielleicht den Hackerangriff und verpasse somit Geld.
Passwörter spawnen. Ja, auf welcher Seite die Passwörter sind, wird immer wieder neu ausgewürfelt. Es gibt so ein paar Speedrunner, die sich alle 200 Positionen merken, wo die spawnen können, aber ich bin kein Speedrunner, ich kenne die Position nicht auswendig. Die werden immer wieder neu ausgewürfelt. Was das angeht, das ist glücksbasiert, ja. Kann sein, dass du Passwörter kriegst, die einfach zu finden sind, oder Passwörter kriegst, die sehr schwierig zu finden sind. Das Drumherum aber am Leben bleiben, die Minispiele gewinnen, den richtigen Riecher haben, das ist nicht glücksbasiert. Da kannst du also einiges rausholen mit Geschick und so ein bisschen Können. So. Okay. Wir wollten eh raus jetzt, ne? Das VPN-Gerät dürfte inzwischen geliefert worden sein. Das braucht zwar ein bisschen länger als der Bewegungssensor, aber jetzt ist so viel Zeit verstrichen, ich bin mir sicher, beide Items sind da. Noch ist der kein Speedrunner. Ich werde das Spiel niemals speedrunnen. Wenn wir irgendwann mal speedrunnen sollten, dann fange ich mit Zelda oder Super Mario an. Hallo Dr. Arroganto. Noch 50.000 Kanalpunkte, dann habe ich 1 Million. 1 Million Kanalpunkte? What the fuck? Okay, wir laufen jetzt nochmal in die Gasse raus, um unsere Items abzuholen. Die wir uns bestellt haben vor kurzem. Die ersten 5 Sekunden auf der anderen Seite dieser Tür sind wieder entscheidend. Wenn wir Geräusche hören, die verdächtig klingen, ist der Killer wieder da. Ein Handy. Mann, warum kann der Arsch mich nicht einfach in Ruhe lassen? Lass mich doch meine Items abholen, du Ficker. Okay, wir kauen uns in die Ecke. Ich mach das Mikrofon weg, weil ich Angst habe, mich bei einem Jumpscare zu erschrecken und dagegen zu schlagen. Okay, also heute lauert er uns jedes Mal auf, aber er hat nicht viel Durchhaltevermögen. Er lässt uns auch immer wieder relativ schnell alleine. Wir chillen eine Minute, holen dann die Pakete, laufen wieder hier drin, chillen wieder eine Minute, laufen dann ins Hotel. Paula, danke für den 7. Monat. Vielen Dank, hallo. Puh, okay. Weil ich mich schnell ducke? Ich glaube, das ist random. Das ist dem Zufall überlassen, wie lange er mit dir kämpft. Hey, spontaner Stream. Ja, hallo, Kiok. Der läuft weg von der Polizei? Vielleicht, ja. Kann ein Killer während eines Hacks kommen? Sehr unwahrscheinlich. In den meisten Fällen sind die Events immer unabhängig voneinander. In der Regel passieren keine 2 Events gleichzeitig. Ausnahmen bestätigen die Regeln, though. Wir haben jetzt vor ein paar Tagen erst einen Run gehabt, wo Stromausfall und Hitman gleichzeitig erfolgt sind. Das habe ich vorher noch nie gesehen. Sollte, glaube ich, eigentlich nicht passieren, aber es kann alle Jahre mal vorkommen. Hallo Bausteinecke, guten Abend. Okay. Päckchen. Joink, joink, joink. Schnell wieder ins Kämmerchen.
Und nochmal kurz warten. Sicher ist sicher. Ich bin paranoid. Worauf wartest du gerade? Ich will sicher gehen, dass er hier nicht noch auf mich lauert in der Nähe. Vor allem dann nicht, wenn er nur ein paar Sekunden mit mir gekämpft hat. Chat, der Mario-Film kommt bald raus. It's a me, Mario. Seid ihr gehypt? Ich bin gehypt. Ich gehe mit meinem Freund schauen, freue mich schon sehr. Oh, süß. Den ersten Mario-Film, ob ich den geguckt habe. Was meinst du? Meinst du diesen richtig alten mit richtigen Schauspielern? Bro, ich habe den als Kind das letzte Mal geguckt. Der hatte, glaube ich, nicht so ultra viel mit Mario zu tun, aber... Also... Ich glaube, er war gruselig. Und ich erinnere mich an irgendwelche Spinnweben oder Schnodder, irgendwelches klebriges Zeug und... Ich muss den irgendwann nochmal neu gucken. Der war... außergewöhnlich. Die Goombas sahen terrifying aus. Es ist schon so lange her. Das war der Pilz. Der Pilz hat alles zugeschleimt. Gab's da einen Bowser? Nee. Wieso habe ich gerade Schritte gehört? Direkt von meiner Nase. What the fuck? Ist der Hitman auf der anderen Seite? Oh mein Gott, der ist direkt hier. Ich schaff's nicht mehr, das zweite Licht auszumachen, weil ich noch am Tippen war. Wir müssen das eine Licht jetzt leider anlassen, das heißt, er wird länger hier herumstöbern, aber egal, Hauptsache er erwischt uns nicht. So war doch Bowser. Der hat sich doch am Ende in eine Echse verwandelt. Oh, echt? Das weiß ich alles gar nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ich Garden of Worlds gesehen habe. Sitzen die auf dem Titelbild auf so einer Schaukelbank? Hier war Bowser in dem alten Mario-Film. What the fuck? So sehen die Goombas aus? Warte, das war ein Goomba? Ich dachte, es wäre Bowser gewesen.
Hold up. Bewegungsmelder Nummer 2. Scoop. So, jetzt haben wir 2 Bewegungsmelder, meine Damen und Herren. Wenn das mal nicht Geilomatico ist. Und das zweite VPN-Gerät will ich jetzt auch noch irgendwo aufstellen gehen. Die Frage ist, wo? Wo stellen wir das auf? Wo haben wir das andere aufgestellt? War das in unserem Korridor? War das über uns oder unter uns? Ich glaube, es war über uns, ne? Es war nicht weit weg. Das andere war oben. Okay, gut. Dann gehen wir diesmal runter. Danke. Hast du den neuen DBD-Codes für lauter Shirts geholt? Honorary Custodian, Not a Trap, HRV Fan Club und Met My Maker? Das ist, ich glaube, hinter der Tür haben sie mir noch nie aufgelauert. Was hast du jetzt falsch gemacht? Ich bin in die reingelaufen. Ich bin ihnen zu nahe gekommen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass sie hinter der Tür sind. Sie warten ab und zu hinter Türen, aber bisher war es so gut. In 99% der Fälle sind sie immer hinter der Tür in meiner Etage. Ich war jetzt 2 Etagen unten und da haben sie auf mich gelauert. Oh Mann, so eine Scheiße. Linchen, danke für den Raid. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Stream gehabt. Hallo, hi. Danke auch Paula für den 7. Monat nochmal und danke für die Follows. Hi. Oh, so eine Scheiße. Hast du extra für mich neu angefangen? Ja, genau, ja, natürlich. Alles für dich. Liebstes Schwesterherz, na klar. Fuck. Oh, so eine Scheiße. Ich habe in allen Runs, die ich zugeschaut habe, noch nie die beiden gesehen. Die zweite Person zeigt sich, wenn du, ich glaube, wenn du dem ersten zu nah kommst, dann killen sie dich immer zu zweit. Also, wenn er einfach nur rumsteht, siehst du immer nur eine Person, aber wenn sie den Kill-Move machen, sind sie zu zweit. Fuck. Oh Mann, schade. Es lief eigentlich echt gut, ne? Oh, leck mich doch. Okay. Egal, nochmal. Fehlanzeige. Nichts gefunden. Die Webseite hat nichts vor uns versteckt gehalten. Absolut gar nichts, Chat. Absolut gar nichts. Auf zur nächsten Webseite. Evil Collection. Die ist schön überschaubar.
Finde ich ganz gut, dass es nichts wurde. Hab ja gerade erst eingeschaltet. Hallo, Yui. Oh, Mann. Ich habe nicht damit gerechnet, dass die da hinter der Tür auf mich lauern. So eine Scheiße. Fuck. Warte mal. Nein, ich verwechsel die Webseite. Die ist groß. Shit. Nicht meine Lieblingswebseite. Das ist die Baby-Baby-Baby-Webseite. Naja. Okay. Irgendwas, das aus der Reihe tanzt? Nö. Nee. Wir brauchen Baby, Baby, Baby. Da kommen wir gleich hin. Am Ende der Webseite. Dank Memes. Ein Emote mit dem Babykopf. Vielleicht machen wir da einen Alert draus. Baby, 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 Baby. Vielleicht nehmen wir den Song von Britney Spears oder Christina Aguilera mit diesem Oh Baby, Baby. Und statt ihrem Oh Baby, Baby machen wir das Baby, Baby in den Song. Britney Spears? Ah ja. Justin Bieber? Oh, der hat auch einen Baby-Song. Baby, 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 baby. Nicht die Totenköpfe anklicken, ha, sonst sind wir Game Over. Das wäre echt doof. /52, nicht so gut wie letzte Runde. Da konnten wir uns direkt beides leisten, Bewegungsmelder und VPN-Gerät. Aber nichtsdestotrotz ganz gut. Ich überlege gerade, sollen wir die Sachen jetzt schon bestellen oder warten wir? Das VPN-Gerät braucht etwas länger. Lass uns das schon mal bestellen. Jetzt disconnecte ich nochmal kurz aus dem Internet. Und... Nee, wartet, ich gehe nochmal rein. Kaufen wir das Netzwerk-Dings hier. Bang. Jetzt gehe ich nochmal raus. Smart. Jetzt warte ich auch, ob als nächstes der Killer kommt oder der Stromausfall. Und nebenher hacke ich noch ein paar Netzwerke. Holst du dir am Anfang nicht das Päckchen unten ab? Im Profi-Modus gibt es kein Päckchen unten. Im normalen Modus hast du recht. Im normalen Modus kannst du direkt runterlaufen und bekommst gratis etwas geschenkt, das dir zum Start des Spiels hilft. Aber in dem Modus, den wir spielen, gibt es leider kein Geschenk. Da müssen wir uns alles selbst erkämpfen.
Chance, ihr kriegt mich nicht in die Dusche. Tut mir leid. Wollte mich nochmal entschuldigen dafür, dass ich den Welcome to the Game 2 auch mit meiner TTS-Nachricht gestartet habe. Aber gleichzeitig freue ich mich zu sehen, dass ich damit ein Feuer entfacht habe. Ich bin dir dankbar. Ich habe dank dir 100 Subs gekriegt. War doch geil. Wenn ich jetzt nicht 2 Wochen daran hänge, Tag und Nacht, und es super frustriert wird, dann war das eine sehr schöne Erfahrung. Dankeschön. Wie viele Subs für die Dusche? Damit ich mich in der Dusche verstecke. Wie viele bietest du an? So, der Typ ist weg. Das ist sehr schön. Jetzt kommt wahrscheinlich erst der Stromausfall. Yep. So, jetzt muss ich... Also, dass die mich da dran gekriegt haben, ne? Die haben sich so weit aus der Etage rausgewagt. Bei der Tür bin ich vorsichtig. Hier haben sie schon ab und zu auf mich gewartet. Hier öffne ich immer langsam und gucke, bevor ich lossprinte. Aber dass die mich 1-2 Etagen weiter unten erwischen... Frechheit. Das ist mir noch nie passiert. Und diesmal taucht der Maskenmann gar nicht auf. Ey, sie spielen mit meinen Gefühlen. Oh mein Gott. Warum ist er nicht aufgetaucht? Sie haben irgendwelche finsteren Pläne, die sie verfolgen. Ich spüre es. Bis 30 nach bleiben wir drin. Wir kämpfen uns weiter Richtung Baby, 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 Baby. Wie weit warst du, bevor sie dich geholt haben? Ich meine, wir waren noch am Anfang. So bei 25% oder so. Aber... Dafür hatten wir halt schon alles, was wir brauchten. Wir hatten ein paar gute Skillchecks, wir haben ein paar gute Kämpfe gegen die Hacker, hatten viel Geld. Wir hatten 2 VPN-Geräte und 2 Bewegungsmelder. Oh, da bist du. Hey. Hab dich erwischt. Du darfst nicht reinkrabbeln. Du darfst mich nicht umbringen. Ich hab dich gesehen. Okay. Er hat's aufgegeben. Das hätte auch schief gehen können. Joink. Irgendwelche Links? Nö. Irgendwelche Passwörter? Nö. PWF, Passwort Bonnie. Okay. Das ist ein Problem. Bonnie habe ich mir nicht eingetragen. Fuck. Oh oh. Wartet. Ich habe keine aktuelle Notiz zum WLAN-Netzwerk Bonnie. Was habe ich gehackt? PWF. Ja. Okay, hold up. Ich muss meine Notizen erweitern, geht nicht anders. Das folgte direkt auf CC8. Okay, das ist ein bisschen risikobehaftet, aber wir probieren es mal. Okay.
Kein Passwort, kein Link. Was haben wir hier? Das wird immer verschachtelter. Schwobbel, hallo Acrimoni, was los? Hi. Wir sollen eigentlich gleich nochmal gehackt werden. Ich warte noch sehnsüchtig drauf. Wow, wer atmet mir da ins Ohr? Hör auf damit. Oh. It's time, Chat. It's fucking time, baby, baby, baby. Baby, 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 baby. Leider hat das Baby kein Passwort für uns versteckt gehalten. Blödes Baby, verdammte Scheiße. Paddy, danke für den 10. Monat. Heute spontan. Bonnie war das Passwort, ne? Gucken wir gleich mal. Ich wurde einmal übersprungen. Wir wurden einmal nicht angegriffen. Wir wurden den ganzen Zyklus lang übersprungen. Das geht nicht. Ich brauche Geld. Papa braucht Money. Das hier war Yoshi in dem alten Mario-Film. Scheiße. Yoshi hat sich verändert. Okay. Die Stromausfall direkt. Wir sind den Maskenmännern diesmal voraus. Nach einer Sekunde ist das Ding wieder drin. Ihr könnt mir nichts, Masken. Das hat dir nicht gefallen.
Yannick, danke für die 35 Monate. Vielen Dank. Hallo. Warum sind die heute so aggressiv, die Maskenleute? Ständig hinter irgendwelchen Türen. Normalerweise, ihr Lieblingsplatz ist hier einfach so mitten in meinem Zimmer, wenn ich wieder nach Hause komme. Aber heute irgendwie nicht. So. Hier rein, 10 Minuten bis 46. Wir bleiben hier drin bis 46. War hier irgendwas versteckt? Nee, ne? Oh, oh. Ich brauche unbedingt nochmal einen Hackerangriff. 46. Ich hätte zu auf Panty Sales klicken sollen. Die Seite ist so schön klein. So, hat der Fußmann irgendwas für uns versteckt, Chat? In den Bildern ist bisher nichts. Jetzt der Text, der nervige Part. Hallo Butcher. Ey, es gefällt mir nicht, dass wir keine Angriffe mehr kriegen durch Hacker. Das ist meine wichtigste Einnahmequelle am Anfang. Oder über den ganzen Run hinweg sogar. Wir könnten kurz runter das eine einsame VPN-Gerät abholen, aber am liebsten würde ich das VPN-Gerät zusammen mit einem Bewegungsmelder an mich nehmen. Da würde ich mich viel sicherer fühlen. So haben wir dann nur zwei Trips nach unten. Wenn ich jetzt einmal für ein einziges VPN-Gerät runtergehe, wären das insgesamt drei Trips. Und drei Trips bergen die Gefahr, bergen einmal mehr Gefahr, von dem Typen hops genommen zu werden. Ich bin echt unzufrieden. Warum werde ich nicht gehackt? So eine Scheiße. Fuck. Hallo Maria, guten Abend. Ich überlege, ob wir einfach runterlaufen und darauf hoffen, dass wir dem Hitman nicht begegnen. Hm. Warte, war hier was? Bin ich doof? Ich bin doof. Noch 3 Minuten in dem Netzwerk. Kein Luck bei dem Run? Ja, irgendwie. Weiß ich nicht. Haben die Hacker gerade keinen Bock mehr auf uns? Das ist ein Problem. Jetzt kommt der Einbrecher gleich wieder. Der Hitman. Und ich wurde bisher nur einmal gehackt. Nur einmal. Chat, what's this?
Neustart? Ist es besser, an dem Run festzuhalten oder ist es besser, einen Neustart zu machen? Was, wenn der Nächste das gleiche Problem hat? Gibt es da Netzwerke, die wirklich safe sind? Nein, keines der Netzwerke ist wirklich sicher auf Dauer. Jedes der Netzwerke, in jedem der Netzwerke kannst du gehackt werden und in jedem der Netzwerke kann die Polizei dich aufspüren. Gibt halt welche, bei denen das etwas länger dauert, bis du gefunden wirst. Aber irgendwann hat die Polizei dich. Neustart, Neustart, festhalten, Neustart, weitermachen. Okay, wir probieren es zu retten. Aber hier muss ich erstmal raus. Und jetzt warten wir, bis ich den Hitman an der Tür höre. Okay, wir werden rausgehen und das VPN-Gerät holen, okay? Vielleicht bildet sich dadurch auch wieder eine neue Reihenfolge. Steht. And then you would have to dial up to get Internet. Die Diskette erzählt eine Horrorgeschichte aus der Vergangenheit. Ja, zieh Leine, du Blödmann. Wir wollen dich hier nicht drin. Hast du verstanden, Junge? Weg mit dir. Weißt du was? Wir machen jetzt ein Wettrennen, wer zuerst draußen ist. Hey, wir machen doch kein Wettrennen. Also das funktioniert. Stromausfall, Maskenmann und Hitman funktionieren sehr gut, aber die Hacker machen gerade eine Pause. Ich hoffe halt, dass wenn wir rausrennen aus dem Hotel, um das eine einzelne Item abzuholen, dass dann die Reihenfolge durcheinander geworfen wird und dass die Hacker vielleicht etwas doller in den Vordergrund rücken. Das wäre jetzt jedenfalls meine Hoffnung. Ansonsten kriegen wir zu wenig Geld, um unsere Mission zu finanzieren. Zu schneller Wechsel pro Netzwerk? Das sollte eigentlich keine Rolle spielen. Eigentlich. Aber wer weiß. Hey, vielleicht, wenn ich dafür ein bisschen Glück habe beim Abholen der Items, ist das in Ordnung.
Wisst ihr, wir haben da jetzt zwar viel Zeit verschwendet, oben ohne Minigames, ohne Geld zu machen, aber wenn ich dafür nicht jedes Mal kämpfen muss gegen den hier draußen. Er ist da. Okay, hört zu, wir machen Folgendes. Ich probier was. Das habe ich gesehen, aber habe mich noch nie getraut. Wir machen so ein bisschen, wir spielen diesmal auf Risiko. Wenn ich sterbe, egal, der Run war jetzt nicht der beste, dann wiederholen wir einfach, fangen von neuem an. Und wenn ich mit der etwas aggressiven Variante jetzt durchkomme, dann spielen wir einfach weiter. Also, was ich schon mal gesehen habe, ist, dass jemand die ganze Zeit kämpft jetzt, ne? Man hockt sich hin und hält immer gegen die Tür, so, damit der andere nicht reinkommt. Und was die eine Person einmal gemacht hat, ist, sie hat gegengehalten, hat die Tür zugehalten und immer wenn beide Pause gemacht haben, wenn der drüben sich ausruht, der Killer, wenn der kurz verschnauft und du verschnaufen musst, dann ist der Typ immer aufgestanden und hat durchs Fenster nach draußen geguckt. Und dann hat er sich wieder hingehockt, bevor der Bösewicht das nächste Mal versucht hat einzudringen. Rechte Maustaste, kurz gucken. Hallo! Wieder hinhocken. Okay. Ich sollte mein Trinken beiseite stellen, nicht, dass ich das umwerfe für den Fall, dass ich gejumpscared werde. Okay. Kräfte messen, kurz hoch, ihm Hallo sagen, wieder hinhocken. Du schaust dir Welcome to the Game 2 Videos an? Na, das ist, bevor ich selber angefangen habe, es zu spielen, vor ein paar Jahren gewesen. Auf Twitch. Da war niemand. Ich höre nicht mehr atmen. Und ich habe niemanden gesehen. Bei dem Streamer damals hat das so wunderbar funktioniert. Er geht weg? Nee, er kommt wieder angelaufen. Habe ich ihn verbuggt? Also ein paar Mal stand er direkt auf der anderen Seite der Tür. Und zwei andere Male ist er einfach wegteleportiert. Ist es jetzt sicher, nach draußen zu gehen oder nicht? QE ihn, damit er weiß, dass du friendly bist. So ein bisschen wiggeln. Wir können mal gucken, was passiert, wenn man... Also, wie gesagt, ich bin gebrandmarkt, weil ich bin irgendwann mal zu früh nach dem Skillcheck, nach diesem Wettkampf hier an der Tür, bin ich raus, habe mein Zeug aufgesammelt, bin zum Hotel und dann hat er hinter dem Container auf mich gelaut und mich abgestochen. Ich bin mir super sicher. Ich weiß nicht, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass das passiert.
Diesmal hat er uns nicht mehr zum Container gelassen. Deshalb warte ich immer eine Minute, nachdem ich mein Zeug aufhebe. Help me! Der Run war eh scheiße. Whatever. Whatever. Scheiß drauf. Schade, dass du ihm nicht die Tür ins Gesicht treten kannst. Das wäre cool. Ja. Der Fehler war, du hast nicht gewiggelt. Du hast ein Getränkpäckchen zerquetscht. Tut mir leid. Okay. Der nächste wird besser. Da hatten wir echt Pech. Whatever. Whatever. So. Was brauche ich noch? Abschließen? Taschenlampe. Und das eine Licht aus. Das bleibt dauerhaft aus. Damit fahren wir eigentlich ganz gut in der Regel. So, bis 10.11 Uhr bleiben wir in diesem Netzwerk. Gehen jetzt online. Und dann beginnt der Spaß von neuem. Okidoki. Go, Schwabbel, go. Thank you. Ich hätte E drücken sollen. Ich war nicht angeschwächt. Ich konnte mein Dead Hard nicht benutzen. Please, no. Das wäre auch zu schön gewesen, wenn wir direkt hier schon ein Passwort gefunden hätten. Kann aber vorkommen. Der Breather sieht voll unspektakulär aus, ja. Ist halt so ein Thug. So ein einfach so ein Gangster, der so halb verhüllt ist. Ich muss aber sagen, dass ich mich, was den Hitman angeht, schon wesentlich sicherer fühle. Ich traue mich zwischendurch sogar mit euch zu reden, ohne groß Angst zu haben, dass der mich hops nimmt. Ich habe das Gefühl, dass ich seine Audio-Cues, wenn er an meiner Tür spielt, dass ich da inzwischen sehr empfänglich für bin. Steinseite hat nichts für uns. Puh. Wo gehen wir als nächstes hin? Granddaddy. Genitalien. Ja. Okay. Hey, Meterkeks. Oh, danke schön. Kannibalismus der Genitalien. Nichts.
Laserwings, danke für den 11. Monat. Hey, vielen Dank für den Resub, hallo. Ja. Ich würde sagen, als nächstes besuchen wir den Maskenmann. Gerne, mein Schatz. Okay. Komm schon, konzentrier dich. Nicht nachlassen jetzt hier. 45. Ist halt nicht so viel Geld, dass wir uns alles auf einmal kaufen können. Aber es ist Geld. Wir machen Folgendes. Wir kaufen uns wieder das eine Netzwerk. Wir kaufen uns wieder ein Remote-Ding. Wir wechseln das Netzwerk. Bam. Bis 22 so ungefähr. Ich war jetzt ein bisschen länger hier drin, als ich eigentlich wollte, aber ich will was ausprobieren. Ich habe das Gefühl, dass manchmal wird man eine Minute, bevor man das Netzwerk wechseln muss, von dem Hacker angegriffen. Und der Skillcheck dauert länger als eine Minute, wodurch per se die Polizei ihn eigentlich erwischen müsste. So, zum einen haben wir immer ein bisschen Puffer mit dabei, also gegebenenfalls klappt das eh, auch wenn man jetzt nicht disconnecten kann während des Hackerangriffs. Auf der anderen Seite, vielleicht ist es auch das Spiel so konzipiert, das habe ich nie getestet, weiß ich nicht so genau. Vielleicht ist das Spiel so konzipiert, dass man während eines Hackerangriffs nicht von der Polizei getrackt werden kann. Es gäbe eine Möglichkeit, während des Hackerangriffs die Internetleitung zu kappen. Nicht auf herkömmlichem Weg, indem ich auf dem Desktop auf Verbindung unterbrechen drücke, sondern indem ich zum WLAN-Dongle laufe und den wegziehe und wieder reinstecke. Aber vielleicht ist das auch der Grund, warum diese Hackerangriffe manchmal verbuggen, weil ich während des Hackerangriffs das Ding wegnehme und dann wieder reinstecke. Ich weiß nicht, ob das zusammenhängt oder ob das einfach nur Pech war. Deshalb versuche ich diesmal während dieser Hackerangriffe meinen Dongle nicht mehr wegzuziehen. Ich lasse den einfach da und disconnecte sofort nach dem Skillcheck, sofort nach dem Minispiel. Mal gucken, ob das gut geht. Was habe ich gesagt? Bis 22 ungefähr, ne? Ja. Entweder Stromausfall oder Hitman als nächstes.
lässt sich sehr viel Zeit. Ist schon 17 nach, ich habe ihn kein einziges Mal gesehen. Ungewöhnlich. Heute passieren viele ungewöhnliche Dinge. Ich habe ein Passwort. Hier, seht ihr? Über Contact wird meine Maus anders. Nice. Bleibt er. Gute Nacht, Dani. Schlaf schön.
Kein Stromausfall. Kein weiterer Hackerangriff. Kein Einbrecher. Sollen wir rausgehen? Ich will raus aus der Website. Okay, was ist los? Warum ist die Polizei schon längst da und wartet noch auf mich festzunehmen? Irgendwie passiert gar nichts mehr. Ich nehme das Headset mal kurz ab und laufe auf die Haustür zu, um zu gucken, ob die Polizei einbricht. Weil ich den Dongle nicht weggenommen habe. Also können wir, während wir gehackt werden, sehr wohl von der Polizei getrackt werden. Wir lernen immer mehr. Also, wenn ich bemerke, wir werden gehackt zu diesem WLAN-Empfänger hin, den rausstecken, damit die Internetverbindung verloren geht und die Polizei mich nicht trackt, während ich in irgendeinem Wettkampf feststecke. Okay. Okay. Ich hatte Angst, dass das auf diese Methode halt irgendwie verbuggt. Aber... lieber verbugge ich die Angriffe für kurze Zeit, als von der Polizei festgenommen zu werden. Selbst wenn im Zweifel dadurch neue Fehler entstehen. Wir haben die Taschenlampe, wir haben Licht ausgemacht, wir haben abgeschlossen, alles gut. Oh Mann, ey, ist aber auch knifflig, ne? Bibu. Sorry. Dankeschön. Nein. Oh, hier ist ein Passwort. Oh mein Gott, das geht ja gut los. Yo. Hier in der Ecke, seht ihr es? Passwort Nummer 5. Manchmal kann das auch einfach so random auf der Webseite erscheinen, ohne dass man es erst aus einem Text oder aus einem Bild herausfiltern muss. Ich habe Vacation kopiert anstelle von
dem Code. Wiki 1, Vacation. That's the run, boys and girls. This is it. Let's go. Alright. Nächste Webseite. Screen Bitches, schön klein. Vielleicht haben wir ja Glück. Welcome to the Game fördert den Verschleiß von Headsets. Die Jumpscares sind richtig übel, ne? Ich weiß auch nicht, das Game macht das, macht seinen Job richtig gut, wenn es darum geht, die Atmosphäre richtig zu setzen. Man hat Passagen, wo du 15 Minuten lang nichts als nur diese komischen, drückenden Geräusche der Umgebung hast, die Atmosphäre selbst. Es passiert nicht viel, du hast nur zwischendurch so ein bisschen Windrauschen und minimalste Geräuschkulisse und dann aus heiterem Himmel, nachdem es eine längere Zeit still war, bam, Strom fällt aus. Krach. Laute Geräusche. Hier war jetzt nichts zu holen. Stell dir vor, du hättest eben bis zum letzten PW durchgezogen. Wie, und dann von der Polizei geholt werden? Das wäre nicht so schön. Das viel Text. Wer will denn das alles abchecken mit der Maus? Brauche ich nicht. Warte, wie spät war's? Muss ich in den Dunkel ziehen? Oder haben wir noch Zeit? 3 Minuten? Eine Minute. Raus und reingesteckt. Danke. Ich glaube, das hatten wir heute noch gar nicht. Was mache ich hier für Scheiße? Stop it. Chat, da ist kein Fehler. Ihr labert Scheiße. Wo ist der Fehler? Chat! Ich schwöre, das nächste Mal, wenn ihr eine Hausaufgabe abgebt, in der Schule oder an der Uni, dann komme ich vorbei, reiße euch das Scheißzettel aus der Hand, bevor ihr den abgebt beim Lehrer und sag: Fehler. Fehler. Fehler.
da habe ich einen Fehler, das stimmt. Scheiße. Okay, letzter Versuch, Chat. Dürfen wir dann auch so reagieren? Was, stampfen? Hör auf! Nicht vor Herrn Müller, Mann! Hör auf, Mann! Jetzt! Pat, pat, das Game ist richtig übel. Auf normal geht's voll, ja? Normal ist ein Kinderspiel. Wenn ich euch zeigen würde, wie die Skillchecks aussehen, das eben, so groß war das Skillfeld. Auf normal ist das so klein, Chat. Da muss man nur... Das ist 3x3 oder so. Das ist so einfach. Im Vergleich zu dem ganzen fucking Profi-Gehabe hier. Gott. Ich will es einfach nur einmal schaffen und dann fasse ich das nie wieder an. Welcome to the Game 3 spielen wir dann aber. Das ist ja gerade in der Mache. Das wird bestimmt gut. Warte, habe ich irgendwas vergessen? Ich bin nervös. Nee. Der Name vom dritten Teil wurde auch schon verraten. John's Chapter oder so? Ich weiß nicht, wer John ist, aber anscheinend handelt der dritte Teil von John. Und er hat eine Multiplayer-Komponente, wenn ich das richtig gesehen habe. Singleplayer als auch Multiplayer, right? Irgendwie so. Okay, nochmal. Die haben gesagt, ob das noch dieses Jahr rauskommen soll. Zum Release-Termin haben sie, glaube ich, gar nichts verraten. Wir hatten schon mal den Run mit dem Dollmaker, ja. Ich habe das Achievement vom Dollmaker, das haben wir schon. Wir haben ein paar Frauen verfüttert. Manchmal hört man sie auch schreien. Wenn man gemeinsame Sachen mit dem Dollmaker macht, um selbst am Leben bleiben zu dürfen, das ist der Deal. Er tötet einen nicht. Er lässt ein Leben, vorausgesetzt, man markiert ihm in diesem Apartmentkomplex diejenigen Türen, hinter denen die Apartments von jungen Frauen stecken. Wenn man da also fleißig am Markieren ist, dann lässt er einen in Ruhe und man hört immer, wie er einbricht und dann dieser Überlebenskampf startet. Ziemlich brutal. Dari, danke für den 27. Monat. Vielen Dank. Hallo. Habe ich den Quellcode gerade vergessen? Oh Mann, ich bin nicht ganz auf der Höhe. Gucken wir gleich nochmal an. Hast du das Spiel schon mal durchgespielt? Auf normal ja, auf Experte nicht. Auf Experte hast du halt so ein paar Unterschiede. Die Killer sind von Anfang an so aggressiv, wie es nur geht. Die Minispiele sind auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad von Anfang an. Und der Hitman zum Beispiel, der Auftragskiller, der kommt auf dem normalen Modus erst so ab Mitternacht ungefähr. Das heißt, du hast ein paar Stunden Zeit, um dich vorzubereiten. Auf dem Profi-Modus ist er von Anfang an aktiv und kann in den ersten 6 Minuten auftauchen. Und du bekommst weniger Geld für die Minispiele gegen die Hacker. Das ist leider auch der Fall.
Ich rechne wieder mit dem Skillcheck so um 10.10 Uhr. Deine Katzen stehen auf den Mauszeiger. Süß. Hoffentlich geht's gut, Logan. Hallo. Warte, reicht das für Motion Sensor plus VPN? Oh, mir fehlt ganz wenig. Ein ganz kleines bisschen fehlt. Oh, ich hätte zuerst den VPN bestellen sollen, weil der schneller da ist. I'm a piece of shit. Nicht so schlimm. Kommt der Hitman als nächstes oder der Stromausfall? Stromausfall wäre vielleicht schon längst passiert. Noch 7 Minuten. Danke, Meterkeks. Okay, noch so 5 Minuten ungefähr. Fünf bis sechs. Sehen, dass du die Türen vom Schrank zumachst. Hab das schon im VOD-Diener gefragt. Nein, ich mag es nur zu sehen, wie er bei mir einbricht. Das gibt mir den gewissen Nerv.
weiß gar nicht, was passiert, wenn man die Tür offen lässt. Ich sehe ja immer, wie er die Tür aufmacht. Okay. Das würde ich gerne noch mit euch testen irgendwann mal. Was passiert? Also, ich mache ja immer, ne, ich schmule immer raus. Und wenn ich sehe, er macht die Tür auf und er steht da, mache ich die Tür wieder zu, um mich zu verstecken. Wenn man zu lange rausschmult und er einen sieht, oder man nochmal rausschmult, während er auf und abläuft, dann steht er direkt vorm Schrank und killt einen. Aber was passiert, wenn man die Schranktür offen lässt, wenn man kontinuierlich rausschmult, während er die Wohnung betritt und nicht mehr zumacht? Keine Ahnung, ob er dann zu einem rüberläuft oder... Das würde ich gerne irgendwann nochmal testen. Aber nicht jetzt. Der Run könnte der eine sein. So, wir haben gesagt, wir haben noch 5 Minuten in dem, ne? Gut, bis 25 bleiben wir hier drin. Hacken nebenher ein weiteres Netzwerk. Und dann ist die Welt schön. Ups. Buddy! Dankeschön für die 26 Monate. Ich habe versucht, selber das Spiel zu spielen. Ich bin verzweifelt. Dir dabei zuzuschauen ist viel besser. Oh, warte, Cleo. Oh, ich habe eure Nachrichten vertauscht. Shit. Oh, hallo. Jetzt muss ich eben mich kurz wegdrehen. Danke, Cleo-Katze, für die 26 Monate. Hab versucht, das Spiel selber zu spielen, aber bin verzweifelt, dir dabei zuzuschauen, ist viel besser. Yes. Fühle ich. Danke, Buddynock, auch dir für 12 Monate. Vielen Dank für das ganze Jahr. Psst, psst, psst. Nicht so laut flüstern. Psst, psst. Spannend. Danke dir. Hallo. Vielen Dank für das ganze Jahr. Okay. Ja, ich war ja nicht lange drin. Wir sagen nochmal 5 Minuten ungefähr. Sagen wir 4, ist gerade umgeswitcht. Bis 27, okay? Rausschmulen oder rausschmullen? Warte, gibt es das Wort schmullen? Schmulen. Rausglupschen. The Lugaru? Bin vor 2 Tagen übrigens mitten in der Nacht von so einem lauten Geräusch aufgewacht. Warte, war ich schuld? Shit. Sorry. Hier sind überall so kleine Fünfen drin. Stop. Stop! Stop it right there! Neues Netzwerk ist gleich freigeschaltet. Damit bleiben wir online und können gehackt werden, hoffentlich. Okay. Was haben wir hier? We are the sons and daughters of the Lugaru, our beloved mother. Okay. Sure. PWF, Passwort 123456. Notiert. Ich muss aus dem Internet raus, ne? Shit, da muss ich die Seite nochmal neu durchsuchen. Aber das ist es wert. Okay. Wir bleiben bis 37 hier. 10 Minuten. Ich glaube, jedes Mal, wenn man die Seiten neu lädt, könnte sich das Passwort woanders versteckt haben. Angenommen, hier war ein Passwort und es war irgendwo im Text, könnte es beim Aktualisieren der Webseite
aus dem Text verschwunden sein und plötzlich im Quellcode. Oder in einem Bild befindlich sein. Deshalb checke ich das lieber nochmal nach dem Aktualisieren. Wir wollen gründlich sein. Sieht so aus, als würden wir wieder nicht gehackt werden hier. Vielleicht liegt es an diesem einen Netzwerk. Vielleicht habt ihr recht und dieses eine Netzwerk, das ich jetzt mehrmals hintereinander freigeschaltet habe, verhindert, dass wir gehackt werden. Maybe. Wo gehen wir als nächstes hin? Oh Gott, ich habe keine Ahnung. Die Seiten sind alle so Müll. Fuck, ich hasse jede einzelne Seite. Die sind alle scheiße. Ist Black Waves online? Oh ja, ist er. Nichts zu finden. Du hast noch 8 Ingame-Minuten. Dankeschön. Okay. Hallo Kati. Guten Abend. So. Quellcode sieht erstmal relativ unspektakulär aus. Ich stürze mich auf die Bilder und den Text. Irgendwie wurden wir wieder nicht gehackt. Ich überlege, einfach rauszugehen gerade. Der Hitman wird mir jetzt nicht begegnen, weil gerade Stromausfall und Maskenmann hier waren. Wenn ich jetzt einfach rauslaufe und meinen ersten Bewegungsmelder abhole. Ja. Nicht optimal, aber sei es drum. 5 Minuten hatten wir noch, danke. Gott, wäre das cool, wenn er uns wieder einmal in Ruhe lassen würde. Das würde enorm viel Zeit sparen. No, der stiefelt hier entlang, der ist da. Easy.
Jawbone, danke für die 21 Monate. Hoffentlich geht's gut, Hallöchen. Du schaffst es. Das ist sehr süß, danke. Fabelinchen, auch dir Dankeschön für den 14. Monat. Hallihallo. Nur nicht schwach werden? Nee, nee, ich... Wir bleiben dran. Diesmal warte ich aber wieder eine Minute, bis ich rausgehe. Und auf dem Rückweg werde ich auch noch mal eine Minute chillen. Wie lange hast du heute geplant zu streamen? Ich denke, das ist der letzte Run hier, oder? Solange wir leben, ziehen wir durch. Egal, wie viele Stunden das noch dauert. Wenn wir sterben, dann sehen wir uns ein andermal wieder und probieren es von vorne. Nächstes Mal fange ich auch ein bisschen früher an. Ich wollte heute schon früher anfangen, aber ich stand so lange im Stau. 2 Stunden oder so. Wenn man Hinweg und Rückweg zusammenrechnet. Berlin war heute eine Katastrophe auf der Stadtautobahn. Ja, sonst hätte ich früher angefangen, tut mir leid. Kann der dich darin hören? In der Kammer? Nee, hier ist keine Mikrofonerkennung. Das siehst du auch immer daran, dass wenn mich die Killer hören können, wenn ich spreche, dann ist unten in der Mitte des Bildschirms unten ein Mikrofon eingeblendet. Das ist grün erleuchtet, wenn ich leise bin, wenn er mich nicht hört. Und es wird rot, wenn ich zu laut bin und er meine Stimme wahrnehmen kann. Berlin ist Stau, aber sexy. Ja, gibt schöne Ecken und nicht so schöne Ecken. Ich hätte kein Problem damit, wenn du länger machst. Bin immer so bis 1:30 oder 2 wach. Das ist gut zu wissen. Danke. Da wären wir wieder. Wir haben jetzt an uns genommen einen Bewegungsmelder. Der generiert kein Geld, aber er hilft uns dabei, dem Hitman aus dem Weg zu gehen. Ich meine, hey! Das ist doch schon mal was. Abgeschlossen. Alright. 5 Minuten hatten wir noch. Bis 10.50 Uhr. Das bietet sich ja eh an. Sehr schön. Waren wir hiermit fertig? Weiß ich gar nicht. Scheiß drauf. Ich sage, wir sind fertig mit der Seite. Noch 4 Minuten. 3 bis 4 Minuten. Vielleicht sollte ich das. Sollte ich den Dongle umstellen? Für den nächsten Skillcheck, für den nächsten Hack. Vielleicht. Weiß nicht so genau. Sowohl als.
Shit. Jetzt kann ich es nicht mehr wegmachen. Das würde mich Zeit kosten. Das wäre ineffektiv. Wir müssen jetzt mit diesem Bild leben, bis wir uns das nächste Mal im Schrank verstecken. Sorry. 4 Minuten haben wir noch, ne? Bis 54. Wo wollen wir hin? The Hall, don't enter. Du hast mir gar nichts zu sagen. Oh, what the fuck? Oh, oh. Das wird ja noch weiter abgespielt. Wir sind entkommen. Großartig. Bis sogar 10:54. Okidoki. Was sind das alles für Webseiten, Digi? Was ist das? Gottverdammte Scheiße. Uah! Wir sollten jetzt gleich das Netzwerk wechseln. Alright. Bringen wir den Dongle kurz raus. Bang. Das Netzwerk, das wir jetzt verwenden, ist... Free Wi-Fi, glaube ich? Ja. 6 Minuten können wir da drin bleiben. Also bis 11 Uhr, okay? So. Für den Fall... Und jetzt gehe ich kurz raus und bringe dieses Ding an. Das ist super smart. Wenn wir gehackt werden... Sehe ich das ja gleich. Ich bin nur kurz draußen. Bang. Bad Girl, danke für den 11. Monat. Vielen Dank für den Resub. Hallöchen. Wir sind nicht gehackt worden. Schade. Nein. Was bringt denn das Wechseln des Dongle-Standortes? Er empfängt unterschiedliche Signale, unterschiedliche Netzwerke. Je nach Standort. Okay, Maskenmann hat sich kein einziges Mal gezeigt. Das ist gruselig. Das ist gruselig. Okay, bis 1 Uhr sagen wir. Free Wi-Fi. Und nebenher schnappen wir uns neue Netzwerke hier drüben. So. Erstmal der Quellcode. Ja. Nee. Sehe ich nichts. Chat, es ist viel zu viel Text. Ich kann das nicht alles durchgehen. Da drehe ich ja durch. Oh mein Gott, nein. Nein, 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 nein. Oder? Das ist so viel Text. Das will ich nicht alles mit dem Mauszeiger machen. Da werde ich verrückt. Ich bin nicht geduldig genug dafür.
Nope, nope, ich bin raus aus der Nummer. Kann man den Quelltext nach links durchsuchen? Ja. Die Passwörter und Links könnten hier im Quellcode versteckt sein. Passwörter können auch auf der Webseite versteckt sein. Hinter Wörtern, in Texten, hinter Bildern. Wi-Fi, Passwort, School. Yes. Yes, yes, yes. Wartet, wie lange kann ich in dem drin bleiben? Hold up, Chat. Zwölf Minuten vielleicht. Wartet, ich muss meine Notizen updaten. Das sind optionale Sachen, die ich nur mache, wenn ich frühzeitig schon das Tool zum Cracken habe. Okay, das ist geupdatet. Wir wechseln rüber in das gerade frisch freigeschaltete Netzwerk. Passwort School. Bleiben hier ungefähr 12 Minuten drin, bis 13 nach. Es wundert mich, dass wir nach wie vor nicht gehackt werden. Ich weiß nicht, was heute los ist. Die Hacker haben irgendwie keinen Bock auf uns. Mist. Wie sollen wir so in Fahrt kommen? Oh je. Habt ihr die Schritte gehört? Der Bewegungsmelder hat geklingelt, ne? Ich muss gleich raus hier. Okay, wie viele Minuten haben wir noch? Wir haben gesagt, bis 13 nach? Also noch 8 Minuten? Bro. Diesen Run haben wir 0 Passwörter. Es läuft nicht so gut. Story, die man versucht zu enträtseln, bisher check ich es noch nicht so ganz. Wir versuchen einer jungen Frau zu helfen, die gerade in Lebensgefahr schwebt. Um ihr zu helfen, müssen wir Passwörter finden, die uns dann Auskunft darüber geben, in welcher Location sie gefangen gehalten wird.
Zuzuki. Bitte jetzt ein Hacker. Please. Please, bro. I need it. I need the money right now. Passwort war school. Okay. Chat, wenn wir in diesem Zyklus wieder keinen einzigen Hackerangriff haben, dann weiß ich nicht, was ich euch sagen soll. Ist das Projekt dem Untergang geweiht? Kann ich sein, dass ich eine Stunde rumsitze, Stunde in-game, und ich nicht angegriffen werde? Das ist nicht gut. Gar nicht gut. Bis 19 nach will ich drinbleiben. Uff. Uff. Hallo, nein. Moin. Gestern doch nicht mehr fertig bekommen. Es war knapp, aber... Das letzte Mal war es knapp, aber es hat nicht ganz gereicht. Oh, in dem Bild war was. Passwort Nummer 1. Okay, immerhin etwas. Wie heißt die komische Webseite, auf der wir gerade waren? Evidence Locker. Alright. Wo bleibt meine Hacks, Chat? Wo bleibt der Hacker? Bro, please, komm schon, hol mich, verdammte Scheiße. Ich nehme mal an, dass Noir immer das Licht ausmacht. Kann sein, dass er dafür verantwortlich ist. Oder dass... Die Elektrik gehört dringend mal überarbeitet hier. Aber ich glaube auch, dass sie sich ihren Spaß daraus machen, uns immer wieder hin und her laufen zu lassen. Gerade Noir hat es ja auch gerne gesehen zu werden und zwingt uns dann dazu, uns umzudrehen. Zwingt uns dazu, ihm den Rücken zuzukehren. Was es ihm ja leicht machen würde, uns anzufallen. Brauchen wir das neue Netzwerk?
Welches? ESSID? Das ist kein Netzwerk, das ist nur die ID der verschiedenen Netzwerke hier, die Überschrift quasi. Derzeit habe ich einen Zugriff, also da, wo mein Dongle derzeitig positioniert ist, habe ich einen Zugriff auf ein einziges Netzwerk und das haben wir uns schon geholt. Da haben wir das Passwort schon freigeschaltet. Er ist hier. Ich werde immer wieder übersprungen. Ich weiß nicht warum. Das ist jetzt der dritte Zyklus, wo der Hitman kommt, der Stromausfall kommt, der Maskenmann kommt, aber wir nicht attackiert werden von Hackern. Ich weiß nicht, was los ist. Hacker schmiert sich gerade Pausenbrot. Vielleicht. Vielleicht ist Mama ins Zimmer. Shout out to the dinosaurs, shout out all the raptors. Hey, shout out to you. And shout out the whole Rex of Pterosaurs. Hey, cause you fucking sweet. I don't give a damn about your girl, she a freak. Shout out to my bed, cause it's keeping on the sheets. And shout out to the herbivorosaurs. And the Viva Habadooba. Shout out to the dinosaurs, shout out all the raptors. Hey, shout out to you. And shout out the whole Rex of Pterosaurs. Warte. Ist der Hitman schon weg? Ich war abgelenkt. Ich war mit meinem Handy. Oh Mann, wieso steht der denn direkt vor mir? Ich kann nicht. Oh. Ich war nur ganz kurz im Schrank, hab mich vor dem Killer versteckt. Hab mein Handy rausgeholt, bin ein bisschen auf YouTube gewesen. Schon passieren hier lauter Sachen, Bro. Oh mein Gott. Ich war fast zu nah dran, er hätte mich fast gekillt. Ein Schritt näher und... Möchtest du alleine machen oder darf ich weiter unterstützen? Oh, ich find's super gut, wenn du mich unterstützt. Ich versuche natürlich auch selber zu gucken die ganze Zeit, um möglichst effektiv durchzubrettern, aber... zwischendurch verliere ich den Überblick und dann deine Nachrichten zu haben, ist super, aber fühl dich da nicht gestresst, bitte. Ich habe ja auch selber meine Notizen und, also, nicht, dass die hier, lehn dich zurück, hab Spaß, stress dich da bitte nicht zu sehr. Aber wenn du zwischendurch mit einem Auge drauf hast, beschwere ich mich nicht, um Himmels Willen. Chat, das ist jetzt, hör zu. Letzter Versuch. Wenn ich jetzt nicht gehackt werde, dann kriegen wir einfach zu wenig Geld. Dann macht das nicht mehr so viel Sinn. Dann probieren wir zum Abschluss nochmal auf den Hitman zu warten und glubschen ihn die ganze Zeit an, während er die Wohnung betritt und gucken, was passiert, wenn er sieht, wie ich ihn da einfach richtig frech anglotze. Wir hatten hier nicht mehr so viel Zeit, ne? Ich glaube, wir müssen jetzt eh raus aus dem Netzwerk. Das heißt, wir positionieren den Dongle wieder um. Ja, ich bin dann. Okay. In diesem Spiel gibt es gute Tage, es gibt schlechte Tage. Heute war ein etwas durchwachsenerer Tag, ja. Wir hatten auch schon Runs, die etwas einfacher von der Hand gingen. Heute war echt schwierig. Aber wir haben einige Sachen herausgefunden, die uns für das nächste Mal umso effektiver werden lassen. Haha, ja, das nächste Mal, richtig. Das, was eben passiert ist, das passiert, wenn man zu lange in der Dunkelheit ist. Ihr fragt mich manchmal, hey Schwabbel,
Du übersiehst ja immer ein Licht. Warum machst du denn nicht alle Lichter aus? Oder warum bist du denn nicht die ganze Zeit in der Dunkelheit? Mach doch einfach alle Lichter in der Wohnung aus und setz dich in der Dunkelheit an den PC. Dann musst du halt die Lichter nicht ausmachen, ja, wenn du dich vom Hitman versteckst. Das ist ja voll umständlich. Du hörst den Hitman, willst dann die Lichter ausmachen und dich dann noch rechtzeitig im Schrank verstecken? Da bleibt ja nicht viel Zeit. Mach die Lichter doch vorher alle aus. Dann musst du die nicht ausmachen, sobald der Hitman kommt, sondern kannst direkt in den Schrank reinrennen. Das, was eben passiert ist, passiert dann, wenn wir zu lange uns in der Dunkelheit befinden. Wenn es zu lang zu dunkel ist. Der Schrank kann es nicht gewesen sein. Sie sind ja nach dem Schrank nochmal aufgetaucht. Ich glaube, sie sind nach dem Schrank ja nochmal aufgetaucht, ohne mich direkt zu töten. Wenn sie mich für den Schrank hätten bestrafen wollen, dann hätten sie mich direkt aus dem Schrank heraus getötet. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es war ein Licht aus. Es waren zwei Lichter aus, nachdem ich den Strom wieder angeschaltet habe. Das war nicht lang, aber vielleicht war das trotzdem unser Todesurteil? Ich bin mir nicht sicher. Keine Ahnung. Manchmal hat man auch einfach Pech. Die Tür war nicht abgeschlossen? Ich glaube, das ist Noir egal. Na gut. Meine Güte.